Snackcap dagegen. Okay. So, Freunde, willkommen zurück zu Let's Play Endes. Beim letzten Mal haben wir ja die Fragezeichen-Typen da unten bearbeitet, die jetzt alle für uns interessant sind, weil sie sind schlecht und Versager. Wir sind jetzt bestmöglich ausgerüstet und natürlich würde uns der optionale Typ hier auch was bringen, oder? Was ganz Tolles, ne? Ja. Macht das Spiel dann nämlich wirklich zur Lachnummer, wenn du ihn killst. Okay, dann zeigen wir es zum Schluss. Und jetzt kümmern wir uns hier mal um den Storyboss. Willst du nicht nochmal speichern? Hab ich doch schon. Hast du? Stopp, Name des Modus, warte. Bist du sicher? Ja, hab jetzt gespeichert, so. Seid mal, ich bin im Kampf. Hier ist eure letzte Chance umzukehren. Auf in den Kampf! Ist der hässlich? Nein. Willkommen. Ihr Helden. Azrael. In der Tat. Das bin ich. Ja. Azrael, wir werden deinen Plan verhindern. Du wirst diese Welt nicht zerstören, darauf kannst du einen lassen. Tja, glaubt ihr einfach, ihr könnt mich aufhalten. Wie oft musst du diesen Spruch jetzt schon hören? Eindeutig zu oft. Bisher traf immer das Gegenteil ein. Exakt, bisher haben wir immer gewonnen. Ich bin der Erzengel Azrael. Ich bin eine der mächtigsten Schöpfungen Gottes. Lucifer selbst gab mir einen Teil seiner Kraft. Seine Diener, die er mir zur Verfügung stellte, sind kein Vergleich mit mir. Ihr werdet mir unterliegen. Ich habe eine Idee, was die optionale Boss sein könnte. Menschen sind in der Lage, alles zu überwinden, wenn sie nur fest genug daran glauben. Was ist jetzt mit ihrer Stimme passiert? Nichts! Ach, nee, hat sie zum Kerl gemacht. Okay, da kommt wieder Crossdresser May in Action. Oh Lord. Drück weg! Das Schicksal der ganzen Welt liegt in unseren Händen. Deine Niederlage steht außer Frage. Das sollte dir klar sein. Das steht außer Frage. Es gibt Menschen, die wir lieben und beschützen wollen. Oh, danke, bist du süß. Fühl dich angesprochen, du Penner. Du auch nicht. Azrael, wenn du dich gegen deinen eigenen Schöpfer stellst, kannst du nicht gewinnen. Gott liebt deine Schöpfung und wird alles tun, um zu verhindern, dass sie untergeht. Kotzen, egal. Ihr habt keine Ahnung von eurem Herrn. Es ist ihm doch völlig egal, was mit euch passiert. Selbst wenn er seine gesamte Schöpfung vernichtet wird, hätte er die Macht, alles einfach neu zu erschaffen. Aber willst du dann alles zerstören, wenn es doch ohnehin sinnlos ist? Ich wurde aus meiner Heimat für meine Taten vertrieben. Ich will Rache, doch Gott selbst ist auch für mich unantastbar. Das Einzige, was ich zerstören kann, ist diese Welt. Seine Welt. Du bist nur ein armes Wesen, welches um Hilfe ruft. Und in dieser Not hast du dich an den Teufel gewandt. Deiner. Ja. Doch auch das wird dir nicht helfen. Denn wir werden gegen dich kämpfen, wenn du dich nicht dazu entschließt, dein Vorhaben abzubrechen. Dies ist deine letzte Chance, auf Gnade zu hoffen, sowohl auf unsere als auch auf die deines Gottes. Deines Schöpfers! Mein Schluss steht, wenn ihr die Ersten sein wollt, werdet ihr sterben müssen, nur zu. Vertraut ihr auf euren Gott? Wo ist euer Gott? Pfah! Ihr redet untergehen in eurem blinden Glauben. Ja, gut, ich habe jetzt irgendwas falsch gelesen. Egal! Mit diesen Worten hast du dein Schicksal besiegelt. Für eine bessere Welt! Zum Angriff! Oh nein, Gott. So, Explosion! Ja. Ah, ich hab die Schilde nicht ausgerüstet. Sehr gut, sehr gut. Arkan! Ah, ich verstehe. Er ist gegen alles immun. Lebenssauger. Ah, oh, okay, ich sehe schon, er kann ein bisschen austeilen, der Kleine. Also ich habe schon mal die vier Viecher davor gemacht. Jetzt kannst du ein bisschen schief gehen. Hauch der Gefallenen. Hauch der Vernichtung. Warte, May wird unsere Heilerin jetzt. Oh, dass er sie erst verfehlt einfach. So, bam. Wow, der Doppelangriff ist so wie die Multi klingt. Wunderschön. So, Gruppenheilung. Hey, der Junge kann schon mal ein bisschen austeilen. Mal sehen, was er noch so zu bieten hat. Höllenflamme. Ah, Hüllenflamme! Die Attacke kommt so bekannt vor. Sie hat sich gegen mich gestellt. Die haben so ein treuer Begleiter. Vielleicht hat er jetzt auch gegen Stopp-Immun und sowas, ne? Mhm. Elementar vernichten. Was? Er erhöht den Schaden durch alle Elemente. Auch Explosionen und so weiter. Oh, das ist natürlich toll. Aber mehr Leben als die Fragezeichen-Viecher, ne? Ja, natürlich.
Nee. Wow, aber er kriegt nur einmal. Das nur weiß einmal, ich nicht. Das wäre ein bisschen übel, wenn nicht. Super, natürlich verfehlt auch Elias. Warum auch nicht? Wenigstens hat sie ihren Bogen. Höllenflamme, oh Lord. Oh, das ist schade. Okay, der kann nicht so aussehen. Wie ist mal, ich bin ein bisschen gefordert. Och Mann, Elias! Es sind 5%! 5% Unterschied kann nicht so viel sein. Oh Lord, ey. Donnerstag. Oh Gott. Hui. So, Zeta und Elias greifen an. Jan wird euch jetzt auch so peinlich degradiert. Meine Fresse. So, Heimat mit. Steht auch sowas wie Heilstaub und so. Voll verplant. Hast du, es ist richtig. So, bam. 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 Und bam. Ich habe eine Vermutung, also entweder ist die optionale Boss, okay, ich glaube nicht, dass das Gott ist, entweder der Teufel oder Lucifer. Zum Beispiel, ich gehe von Lucifer aus. Dein Schweigen interpretiert man als ja. Ach so, okay. Auch der Gefallene. Was macht das nochmal? Ah! Okay. Nein! Okay, Fred! Warte. Was? Asrael sammelt Energie. Was? Ich ahne Übles. Heilen! 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 Ich hab Angst. Warum ist das Gefühl, ich werde sterben? Angriff! Wunderschön. Ich hab Angst. Oh Gott. Oh, das ist so ein Content-Move, der den gesamten Schaden, den ich gerade zufüge, zurücksteuert. Mach einfach. Wie soll ich... Ja, super, ich werde sterben, ich sehe schon. Ich habe wahrscheinlich sowas von recht. Oh. Alle Spiegelschilder hast du, Regener und Schattenringe sind zack. Du wolltest die Hass ja nicht kaufen. Ich hab's dir ja gesagt, aber nö! Och Mann, Leute, verfehlt doch nicht meine Fresse! Ja, erzählt das hier, wie sie die nützlichste von allen. Oh, super. Wesens Z allgemein schnell. Sie ist auch momentan die nützlichste, einfach weil sie doppelt angreifen kann und Wesens trifft die Olle. Bieren. Siehst du, letzte meine hast schon weg. Ja. Da musst du mit leben. Wow! Ist ja natürlich Elias von Volltreffer. Das ist natürlich auch sehr praktisch. Status Abnormali. Immer noch ein wunderschöner Name. So, du machst wieder meine Gruppenmeinung. Zing! Angriff! Angriff! Oh. Ah. Bam. Das könnte gleich nach hinten losgehen. Oh, wie lange sind die alle einfach nur sind? Tja, ich hab dir gesagt, kauf dir Hast oder so, aber nö. Ah, super. Moment, das hab ich gleich. Zauber, Medica. Jemand habe ich den gekauft. Oh. Er kann übrigens auch noch Ultima, was quasi Explosion auf alle ist. Und nach Elementarvernichter kannst du dir den Schaden wohl ausmalen. Oh, warum hat er nicht eingesetzt? Sowas will ich sehen. Mann. Also, der gefallene Engel wurde im Kampf niedergestreckt. Die vier Helden haben es geschafft, die Welt vor dem zerstörerischen Rachsucht des Engels zu schützen und so das Leben auf dieser zu wahren. Oh, langer Satz. Aber dies ist schon das Ende ihrer Geschichte. Nun, das wird wohl einzig und allein die Zeit zeigen. Achso, das war eine Frage. Deswegen das Fragezeichen. Dieses Spiel wurde von Marston Aka Syl erstellt. Besonderer Danke in erster Linie Trace. Ich bin nicht erst auf die Idee. Ach, deswegen heißt der Zauber so. Tracer oder so. Nein. Hat damit nichts zu tun. Okay, auf die Idee zu diesem Spiel gekommen. Besser gesagt, er hat die Idee abgekupfert und ich habe sie von ihm abgekupfert. Ich böse ich. Fette noch ein großes Dankeschön an Davias, der mir die meisten Nicht-ATP-Sets zur Verfügung gestellt hat. Dann noch ein Dank an Dan und Rocco, von denen ich mir eingesetzt genommen habe. Danke. Jetzt noch ein Dankeschön an dich. Und zwar dafür, dass du dieses Spiel bis zu diesem Punkt gespielt hast. Danke und so. Kritik, Wünsche, Verbesserungen, Liebesbriefe und Motto und bitte an Master X. Ah, ist die noch gültig? Ja. Gut. Sekunde, das sieht man jetzt gerade nicht. Sehr geehrter
Man sieht dich. Vielen Dank fürs Spielen. Und auf Facebook. Moment mal. Sehr geehrter Herr Bass, ich werde dich töten. Auf ein baldiges Wiedersehen. In Liebe, dein Arsch drin. So, das nenne ich wieder. Gut. Ja. Man sieht sich. Vielen Dank fürs Spielen und auf ein baldiges Wiedersehen. Ja, baldiges Wiedersehen am Arsch. Das war's? Einfach so? Ende Banane? Ja. Aber es fehlt ja noch einer. Ja. Ich würde einfach noch gerne Ultima zeigen, wie das aussieht. Ich glaube, ich schneide das einfach rein, ne? Du kannst es gerne versuchen. Du kannst ja den optionalen Boss machen und dann nochmal ihn. Nee, das ist ja dumm. Wieso? Ich weiß nicht. Okay, gut, dann muss ich jetzt ein Resümee zum Spiel geben, ne? Wirst du wohl müssen. Musst du natürlich nicht jetzt tun. Na doch. Selbst ohne optionalen Boss, das ist ja ein normales Spiel. Was halte ich denn von Emdes? Also an sich sehr schlicht und minimalistisch gehalten. Das stimmt wohl. Es ist abwechslungslos, einfach, unanspruchsvoll. Nein, war ein Scherz. Also, was heißt das? Ich würde einfach jetzt mal sagen, ja gut, es ist jetzt kein Skyrim oder so ein Mist. Oder andere RPGs, die heute sind, Lufia oder so. Aber so gerade für Spielen, hat mir Spaß gemacht, hat mir gefallen. Von daher, ich hatte eigentlich ganz okay. Vor allem die Helden waren echt sympathisch. Also, irgendwas hat sich nicht mal ernst genommen, das Spiel. Fand ich ganz gut. Zwar ein paar Cameos, die ich unnötig und dumm fand. So ein Van Doon und so ein Marston. Naja, kann man nichts dran ändern, ne? Hättest du gleich noch sagen müssen, dass Azrael weint, ich heiße weint, safe. Nee. Hättest du dich Exoria nennen können? Nein. Nee, so komische Namen nehme ich nicht. Kann man ruhig spielen, man kann damit auch super Challenges machen. Von daher, ja, ich hab dem Spiel nichts zu bemängeln. Also, ja, also halt, es ist relativ repetitiv und einfach und bla, aber das ist ja nicht schlimm. Ja, das war mein Resümee. Ja, dem stimme ich auch so eigentlich zu. Ja, oh, und es ist schlecht, weil du es bist. Das natürlich. Ja, ich weiß, ja. So, Freunde, das Let's Play ist an der Stelle so gesehen jetzt zu Ende. Hat mir gefallen, hat mich gefreut. Danke, dass du es mir geschickt hast. Danke, dass ich spielen durfte. Und danke, dass du diesem Let's Play mit beigewohnt hast. Bitte sehr! Und ich werde jetzt hier noch so am Ende des Spiels noch kurz so Ultima reinschneiden. So voll episch so. Voll ganz cool und so. Hab schon eine Idee. Sander, bitte verabschiede dich jetzt so gesehen theoretisch endgültig. Ja, bis irgendwann, vielleicht in einem anderen Let's Play. Und tschüss. Wird wahrscheinlich passieren. Wahrscheinlich. Okay, Freunde, das war's von euch. So, see you next time. Ich wollte schon wieder Mission sagen. Das geht so schön von der Zunge. Geil. Bis dahin und ciao.